und herzlich willkommen zu diesem Video. Wir haben jetzt also ein seltsames Manometer-Adapterteil. Das hat einen dünnen Schlauch. Je dünner, desto mehr Druck hält er halt aus. Mit am Ende ist ein Flaschendeckel. Kann man schauen, wann diese Flaschen, da ist jetzt Trockeneis drin, wann die in die Luft gehen. Und falls sie nicht in die Luft gehen, weil ich zu wenig Trockeneis drin habe, kann ich hier auch noch den Druck wieder ablassen. Also eine recht sichere Angelegenheit vergleichsweise. Und ja, sollte den Druck von Flaschen aushalten. Das Manometer ist ausreichend dimensioniert. Und jetzt teste ich mal. So, jetzt kann man hier sehen, wie der Druck steigt. Der Schlauch liegt durchs Fenster. Über 10 Bar waren es. Und dann ist die Flasche halt in die Luft gegangen. Jetzt ist die Scheibe ein bisschen nass. Da liegt der Schlauch rein.